Heute darfst du mich bei einem Selbstgespräch, wie ich sie ständig in mir drin führe, einfach mal begleiten. Ich spreche jetzt also nicht für dich mit dir. Ich spreche jetzt mit mir selbst. Ich bin nicht nur dieser Mensch, ich bin auch alles, was ich gerade sehe. Die Sonnenstrahlen, das Wasser, das Vögelgezwitscher, die Vögel selbst. Und doch bin ich gar nichts davon. Aber es ist alles in mir enthalten. Es ist alles in mir enthalten. Denn ich war schon immer. Und ich werde immer sein. Und manchmal bewege ich mich raus in die Welt und bin identifiziert und denke, ah, ich bin dieser Mensch, ich bin gerade an diesem Ort und ich rede gerade mit dem. Doch stimmt das alles gar nicht. Und wenn ich für mich bin, erinnere ich mich, ach ja, ich bin gar nicht in dieser Welt. Ich atme mich manchmal hinaus in diese Welt, um zu erfahren, um mein Sein in allen Facetten und Formen zu erfahren. Und dann werde ich wieder zurückgeatmet, eingeatmet und bin wieder alles und nichts. Dann bin ich der Zustand, bevor etwas wurde, außerhalb von mir. Dann bin ich die Stille, bevor ich ausgeatmet wurde und ausgeatmet habe, denn ich habe ausgeatmet aus mir, aus meinem unbegrenzten Sein und habe mich in diese Welt ausgeatmet. Und jetzt atme ich wieder ein. Ich atme mich wieder ein. Und das Einatmen geschieht, indem ich meine Identität loslasse, als das, was ich sehe. Ich gehe einen Schritt zurück und löse mich von den Bildern dieser Welt, um mich einatmen zu lassen von mir selbst. Und die Erinnerung kommt zurück, dass ich schon immer alles war und um mich als der eine in der Vielheit erfahren zu können, brauche ich das Ausatmen in die Vielheit. Die Aufspaltung. Jetzt habe ich mich genug aufgespalten, jetzt möchte ich mich wieder einatmen. Jetzt möchte ich die Vielheit wieder in die Einheit führen, wie ich es schon immer wollte. Doch mein Einatmen ist stärker geworden. Und ich bin bereit, mich einatmen zu lassen. Weil ich genug hier draußen war. In der Vielheit. Ich habe so viel gesehen, so viel gehört, so viel gerochen, geschmeckt. Habe mich in so viel Leiden erfahren. Ich bin zugefroren und aufgetaut, aufgestiegen, herabgefallen. Ich habe Wunder bezeugt und Verbrechen begangen. Verbrechen. Ich habe mich selbst verraten mit einem Lachen in der Brust.
mit einem Lachen in der Brust. Denn da ich alles bin, weiß ich, dass nichts mich verraten kann. Es ist mein Spiel. Es ist mein Spiel. Und es ist Zeit, wieder zu lachen.